Vertrag von Waitangi. Ihre Majestät Victoria, die Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, dessen Anliegen es ist, die Häuptlinge und die eingeborenen Stämme Neuseelands zu beschützen, ihre Autorität über ihr Land zu wahren, sowie Frieden und Wohlordnung aufrechtzuerhalten, sieht es als notwendig an, einen Verwalter zu ernennen, der mit den Eingeborenen verhandelt. Dabei sollen die Häuptlinge die Souveränität der britischen Krone in allen Teilen dieses Landes und der angrenzenden Inseln anerkennen. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass bereits einige ihrer Untertanen auf diesem Land leben und noch weitere folgen werden, da die Einwanderung aus Europa und Australien rapide zunimmt. Deshalb möchte die Königin eine Regierung gründen, die die Maori und die Europäer vor dem Bösen bewahrt, das ihnen in diesem bisher gesetzlosen Staat widerfahren würde. Somit hat die Königin mich, William Hobson, Hauptmann der königlichen Marine, zum stellvertretenden Gouverneur von allen Teilen Neuseelands ernannt, die von nun an der britischen Krone unterstellt sein werden, und mich damit bevollmächtigt, den Vertrag im Namen der Königin zu unterzeichnen. Im Folgenden werden wir den Leitern des Bündnisses der Vereinten Stämme Neuseelands und allen unabhängigen Häuptlingen der Maori-Stämme Neuseelands die erwähnten Gesetze präsentiert. Erster Artikel. Die Leiter des Bündnisses der Vereinten Stämme Neuseelands und all diejenigen unabhängigen Häuptlinge, die dem Bündnis nicht beigetreten sind, überlassen der Königin des Vereinigten Königreichs für immer die absolute Souveränität über ihr Land. Zweiter Artikel. Die Königin des Vereinigten Königreichs erkennt die absolute Autorität der Häuptlinge, der Stämme und aller Eingeborenen Neuseelands über deren Land, deren Dörfer und all dem, was von ihnen als wertvoll angesehen wird, an. Im Gegenzug übergeben die Leiter des Bündnisses der Vereinten Stämme Neuseelands und alle unabhängigen Häuptlinge der Königin das Recht, die Teile des Landes zu erwerben, welche der Besitzer bereit ist zu verkaufen. Bei der Zahlungsabwicklung muss sowohl der Besitzer des Landes als auch der Käufer, der von der Königin als ihr stellvertretender Erwerbsbeauftragter ernannt wird, dem Verkaufspreis zustimmen. Dritter Artikel. Dies ist das Abkommen über die Zustimmung zu der Souveränität der britischen Krone. Die Königin wird alle Maori Neuseelands beschützen und spricht ihnen dieselben Rechte zu, wie sie ihre Untertanen, die Bürger Großbritanniens, genießen. Unterzeichnet William Hobson, stellvertretender Gouverneur. Nun erkennen wir, die Leiter des Bündnisses der Vereinten Stämme Neuseelands und die unabhängigen Häuptlinge der Maori-Stämme Neuseelands, die sich hier in Waitangi versammelt haben, die Bedeutung dieser Worte an. Akzeptieren Sie und stimmen Ihnen in allem zu. Hier unterzeichnen wir mit unserem Namen oder unserem Zeichen. Unterzeichnet in Maori in Waitangi am 6. Februar 1840.